Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück hier in Nerim. Wir sind wieder in der Arena und ich habe noch einen angenommen. Und ich frage mich ja ehrlich gesagt, wie lange das hier noch geht. Ich werde jetzt hier noch durchziehen, weil ich ihn halt wie gesagt noch angenommen habe. Und wenn das jetzt aber, ich sag mal, in 2, 3 Kämpfen hier nicht erledigt ist, dann werde ich natürlich erstmal wieder mit euch was anderes machen. Weil das ist ja natürlich jetzt ein bisschen langweilig, wenn ihr die ganze Zeit nur die Kämpfe immer seht. Weil das ist ja, ich sag mal so, von der Sache her irgendwie immer das Gleiche. Und wir haben das ja letzte Folge schon ausgiebig hier durchexzessiert. Trotz ihr 400 haben wir gekriegt, trotz ihres ungebrochenen Siegeswillen konnten die Kämpfer des gelben Teams nicht bestehen. Eine Gruppe von Magierfrauen wird am nächsten Kampf in der Arena teilnehmen. Okay, das wird nochmal spannend. Den machen wir auch noch. Magie gegen Magie ist immer schwer. Ich sehe hier gar nicht mehr durch, Alter. Teammitglieder verloren? Einer? Waren wir denn zu zweit? Oder wie war das? Muss ich nochmal kurz neu laden? Ach, der Hund gehörte zu uns. Ach du Scheiße, den habe ich, glaube ich, erledigt. Wartet mal, Leute, wartet mal. Ich will mal was ausprobieren. Ich habe ja noch einen tollen Zauber. Stille. Ich kann leider nur den. Okay, die Stäbe können die trotzdem einsetzen. Ah ja, okay. Thank you.
So. Okay. Den Hund haben wir trotzdem verloren. Ja gut, ist dann so, ne? Kann ich jetzt nicht ändern. Ja, aber es ist interessant mit diesem Stille-Zauber. Der ist echt richtig gut eigentlich, wenn man so gegen Magier antritt. Und ja, haben wir das auch mal gesehen, wie das funktioniert. 450, der Kampf ist geschlagen, das blaue Team war siegreich. Ein starker Kämpfer aus dem Norden will sich in der Arena beweisen. Ja, also das scheint echt ewig weiterzugehen hier, Leute. Okay, den machen wir dann noch und dann gucke ich mal, dass ich hier wieder rauskomme. Ich bin mir nämlich gar nicht sicher, ob ich hier wieder rauskomme, solange wie ich die Quest noch nicht abgeschlossen habe. Geschafft. Naja, gut, dann gebe ich nochmal das Geld hier ab und dann gucke ich mal, dass ich hier wieder rauskomme. 450, der Kampf gegen den Nordmann ist vorüber. Erneut ist das blaue Team der Sieger. Dem gelben Team gehen wohl die Kämpfe aus. Es wurden einige Piraten von der Südküste angeworben, um in der Arena zu kämpfen. Okay. Ist das denn jetzt der letzte, wenn denen die Kämpfe ausgehen? Gucken wir mal. Vielleicht ist das ja der letzte, dann nehme ich den noch mit. Das war kurz und knackig. So, dann gucken wir mal, ob das jetzt der letzte war. 500, die Piraten sind hinüber. Nee, war nicht der letzte. Keine Kämpfer dieses Mal, ein Wildtier soll es sein, gegen das ich in der Arena antreten soll. Ja. Gut, okay, dann gucke ich mal, dass ich hier wieder rauskomme. Weil das scheint irgendwie immer so weiterzugehen hier. Das ist ganz cool. Mittlerweile ist es auch hell. Wie spät haben wir es denn? Oh, 11.34 Uhr. Ja, jetzt müssten die Läden auch aufhaben. Ja, geil. Malogos. Seid ihr gekommen, um euch... Boah, geil. Wiederherstellung. Zaubersprüche. Oh, geil. Da gucken wir gleich mal zusammen, Leute. Wir haben 16 Punkte. Nee, hab ich schon. Kann ich nicht erlernen. Dann gucken wir mal, wie sieht das denn aus? Schwertkamm, leichte Rüstung. Veränderung 51. Illusion 35. Illusion sind wir richtig schlecht. Seid ihr gekommen? Ach, das war Wiederherstellung.
64. Seid ihr gekommen, um euch fort... Natürlich, kein Problem. Natürlich. So, haben Gut. wir das? So, was gibt's hier? Teleportieren, Ostian, geil. Okay, den gibt's umsonst. Was? Falschen. Blitzheilung, das können wir noch gar nicht machen. Widerstand, Pfeil und so. Ja, der hat schon ein paar coole Sachen. Gut. Runen hat er noch. Ja, cool. Haben wir das? Das scheinen dann auch alles Lehrer zu sein, die Händler hier. Gucken wir mal weiter. Cool. Hier war auch noch zu, ne? Wenn ich mich recht erinnere. Ja, Mystik und Alltägliches. Narima. Hallo. Ja, die macht Arkan. Gut. Die macht die ganzen Arkan-Sachen. Die finde ich auch mega geil. Also hier sowas wie Zauberspiegel, aber Arkan 100, da sind wir richtig weit von weg. Cool. Kann ja mal gucken. 22. Genauso schlecht wie Illusion, ey. Na, hier haben wir wenigstens schon mal. Schleichen sind wir auch überall schlecht. Na gut, dann gehen wir hier rüber. Da waren ja, glaube ich, auch noch Läden. Das war die Taverne. Und gucken wir mal hier. Ah nee, das war hier gar nicht. Hier war das. Leichte Rüstung und Waffen. Seid ihr gekommen, um... Alma, die Schmiedin. Handwerkskunst. Gut. Und natürlich Waffen. Ja, cool. So, was gibt's denn noch? Hier ist noch was. Unmöglich. Hier ist noch ein Schild. Wer ist denn hier? Utilias Alchemieladen. Seid ihr gekommen, um... Illusion. Gut. Es bringt uns, glaube ich, nichts, weil das ist erst denn ab 15. Boah, das ist auch geil. Ach, 100, ey. Oder hier. Erleuchtung, auch cool. Oh, da braucht man echt viel. Ja, das lohnt aber nicht, ne? Wo wollen wir das rein investieren? Können das jetzt alles bei Wiederherstellung reinballern, weil hier wären wir bei 41, hier wären wir bei 28, es bringt uns gar nichts.
Veränderung, ja, wären wir bei 57, es bringt uns auch nichts. Ja. Seid ihr gekommen? Hat die sonst noch so im Angebot? Gut. Nur so Geselle und sowas alles, das haben wir aber schon. Okay, haben wir die auch entdeckt? Skurtes Haus. Zünder, ja. Puh, keine Ahnung. Ja, das meine ich, ne? Überall diese komischen Was hatte die noch mal gemacht? Seid ihr gekommen, um... Ach ja, macht Sinn. Okay, ja, Leute, dann haben wir hier, glaube ich, die Händler erstmal durch. Zumindest wüsste ich jetzt nicht, wo... Hallo. Wo noch wer ist. Arkan. Da unten. Ja, ich glaube, da war nur so normale. Ein Schmied war da noch. Ups, was macht der Elefant denn da? Den können wir ja nochmal anschnacken. Den Schmied. Seid ihr gekommen, um Handwerkskunst, schwere Rüstung, stumpfe Waffen. Gut. So, und jetzt hier. Hier waren, glaube ich, gar keine. Doch, da hinten war noch. Ach nee, das war. Ja, der Schurkentrupp hier, aber da konnte man, glaube ich, auch was machen, ne? Unwahrscheinlich viele Lehrer hier, ey. Seid ihr gekommen, um euch... Der macht Akrobatik und schwere Rüstung. Hallo. Wie viele denn? In der Arena waren ja auch noch so viele. Was möchtet ihr? Hallo. Stimmt, der machte das. Hier oben nicht auch noch einer? Ich will keinen Ärger. Das ist ja geil, der leuchtet, der Globus. Bleib bloß weg von mir. Ich kann ja auch mein Schwert überziehen. Mal gucken, ob die mich denn angreift. Nö. Guck nur blöd. Feuerstelle. Oh, der zieht jetzt aber für... Verschwindet. Oh, dieses No... Ungeziefer. All... Verschwindet. Ja, es scheint Einfluss zu haben, tatsächlich, Leute. Das sagt er nämlich vorher nicht. Ich will keinen Ärger. Ich habe mir... Ich will keine... Naja, der hat uns da gesehen beim Klauen. Passt ihm denn nicht. Oh. Ist aber dunkel hier. Was gibt's hier?
Unmöglich. Okay, was? Na gut. Ja, okay, verschwinden wir hier. Ja, dann haben wir, glaube ich, in Ostian soweit alles gesehen. Kerker. Jetzt nichts zu holen hier großartig. Hier sind auch keine Leute oder so. Lohnt sich also nicht. So, Schiffe waren wir schon, da oben waren wir auch schon. Ja! Okay, Leute, dann soll es das hier erstmal wieder gewesen sein. Dann haben wir uns hier auch umgeguckt. Und bin gespannt, wann der liebe Callisto denn mal fertig sein wird. Und tja. Dann muss ich mir mal was Schlaues überlegen, was wir beim nächsten Mal machen. Oh, da ist auch noch das Spiel abgestürzt. So ein Scheiß. So, hier war mir auf den letzten Metern quasi noch das Spiel abgestürzt. Ja, bitte? Was kann... Das scheint Händler zu sein, aber die verkaufen... Nein, kein Interesse. ...aktuell irgendwie nichts. Ja, und wie gesagt, beim nächsten Mal werde ich mir dann mal überlegen, was wir hier noch machen. Weil, wie gesagt, ich weiß jetzt gerade nicht, wie lange... ...das noch dauern wird mit... ...die Arena von Ostian sucht Kämpfer... Die Bürger Ostians sind angehalten, mindestens zweimal täglich im Gebetsraum ein Vergebungsgebet an unseren Herrn zu richten. Zuwiderhandlungen werden mit dem Entfernen einer oder mehrerer Gliedmaßen auf dem öffentlichen Platz bestraft. So will es der Schöpfer. Ach du Scheiße, ey. Ja. Wie gesagt, ich werde mir dann nochmal was einfallen lassen, was wir beim nächsten Mal hier machen, weil, wie gesagt, ich weiß auch nicht, wie lange Callisto noch braucht. Ich bedanke mich wieder bei euch recht herzlich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann beim nächsten Mal hier wieder. Bis dann. Ciao.